Derzeit herrscht zwischen dem Westen und Russland. Wir diskutieren darüber. Droht uns ein neuer kalter Krieg? Was will Putin? Wo soll Österreich sich in diesem Konflikt positionieren? Und es ist ja sehr heiß zugegangen schon. Herr Müller, Sie sind als russischer Propagandist bezeichnet worden, dass Sie russische Propaganda verbreiten. Tatsächlich muss man dazu sagen, dass Russland sehr viel Propaganda macht. Es ist jetzt ein eigener deutscher Fernsehsender, deutschsprachiger Fernsehsender gegründet worden, der Sie uns auch empfohlen hat als Gast für pro-russische Seite. Was sagen Sie denn auf diesen Vorwurf? Das finde ich interessant. Ich habe diesem Sender bisher jedes Interview verweigert, dass die mich empfehlen, finde ich interessant. Ich finde es auch sehr interessant, als russischer Propagandist dargestellt zu werden und verwahre mich damit vom Schärfsten. Und ich muss offen gestanden sagen, ich habe nach der ersten Halbzeit fiel es mir schwer, sie ernst zu nehmen. Und ich muss sagen, dass ich, wenn ich mir die Berichterstattung in unseren Medien anschaue, und Sie sind ein exemplarisches Beispiel dafür, dann finde ich hier mindestens ebenso viel Propaganda wie von der russischen Seite. Mein Antrieb ist es, beide Seiten möglichst neutral zu sehen. Ich sehe das, was die Amerikaner falsch machen, und ich sehe das, was die Russen falsch machen und was wir als Europäer falsch machen, und versuche mich zu orientieren. Und das versuche ich zu übersetzen. Ich nehme keinen in Schutz. Ich verurteile die Aktionen, die nicht in Ordnung sind im Rahmen einer sinnvollen Gesellschaft. Und offen gestanden, wenn ich mir anschaue, wie unsere Medien, auch die großen deutschen Medien, viele Nachrichten verfälschen, verdrehen, Videobeweise zusammenschneiden, damit sie passen, Fakten verdrehen, und wie hier Propaganda betrieben wird in aggressivem Stil, das findet auf beiden Seiten statt. Jetzt können wir es auf beiden Seiten verurteilen, das ist legitim. Aber nur zu sagen, der böse Ivan macht Propaganda und der Westen ist die Demokratie, der Scheinheiligkeit, wo es nur die wahre Berichterstattung gibt, offen gestanden, nach dem, was ich von Ihnen im ersten Teil gehört habe, was ich im Vorfeld gelesen habe, müssen Sie sich nicht wundern, wenn den etablierten Medien reihenweise die Leser weglaufen, weil sie sich desinformiert fühlen und gehen auf alternative Seiten, um sich dort zu informieren, weil sie diese unabhängige Presse offenkundig nicht mehr darstellen. Herr Frey, dass Sie russische Propaganda verbreiten. Tatsächlich muss man dazu sagen, dass Russland sehr viel Propaganda macht. Es ist jetzt ein eigener deutscher Fernsehsender, deutschsprachiger Fernsehsender gegründet worden, der Sie uns auch empfohlen hat als Gast für pro-russische Seite. Was sagen Sie denn auf diesen Vorwurf? Das finde ich interessant. Ich habe diesem Sender bisher jedes Interview verweigert, dass die mich empfehlen, finde ich interessant. Ich finde es auch sehr interessant, als russischer Propagandist dargestellt zu werden. Nach USA schauen. Wir gucken uns momentan die Eurozone an. Die Schulden hier. Es sieht rund um uns nicht besser aus. Die Amerikaner stehen verschuldungstechnisch wesentlich schlechter da als Europa. Wenn wir uns die einzelnen Bundesländer, Sie haben die angesprochen, die Bundesstaaten in den USA anschauen, katastrophal. Die müssen jetzt Tausende von Häftlingen entlassen aus humanitären Gründen, weil sie nicht mehr finanzieren können, nicht mehr durchfüttern können. Ja. Dort werden Tausende von Schulen geschlossen. Es werden Polizeilabore verkauft, damit man die Rate für den nächsten Monat noch bezahlen kann. Die Amerikaner sind gerade entsetzt auch über die Deindustrialisierung. Wir diskutieren den Markt im Moment. Ich habe gehört, dass man LKW bestellen wollte vom Verteidigungsministerium und sagte, wo kriegen wir den Stahl her? Ja. Amerikanischen Stahl, die haben keinen mehr, weil es nur noch ein einziges Stahlwerk gibt. Das gehört ihnen dann. Also die haben nichts mehr. An den Märkten kommt jetzt ganz groß die Spekulation, die Wetten auf einen Platzen, auf ein Pleitegehen der amerikanischen Bundesstaaten. Wir müssen uns überlegen, dass Griechenlands Gesamtverschuldung bei etwa 300 Milliarden Euro liegt. Das machen die USA in gerade mal 3 Monaten.